Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit herzlich willkommen in der Veranda Suite an Bord der MS Europa 2 von Hapag-Lloyd Cruises. Ja, das ist hier die Einstiegskategorie in Anführungsstrichen, also die kleinste Suitenkategorie zusammen mit der Ocean Suite, die sich etwas unterscheidet, aber die schauen wir uns auch nochmal detailliert im Extra-Video an. 35 Quadratmeter Fläche insgesamt, davon 28 Quadratmeter Wohnfläche und eine 7 Quadratmeter große Veranda. Wirklich sehr schön und auch durchaus schon sehr geräumig für das Einstiegsmodell hier an Bord. Ist damit natürlich auch mit der Ocean Suite zusammen die Kategorie, die hier am häufigsten vertreten ist an Bord der Europa 2. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns diese Suite mal einmal im Detail an. Beginnen wir den Rundgang durch die Veranda Suite an Bord der Europa 2 doch direkt einmal hier im Schlafbereich. Wir haben zunächst einmal dieses sehr komfortable Doppelbett, das von der Einstiegshöhe sehr, sehr angenehm und hoch ist. Wir haben dann rechts und links jeweils einen Nachttisch mit einer Lampe drauf. Apropos Lampe, es gibt eine sehr aufwendige Lichtelektronik hier an Bord. Das heißt, man kann Szenario 1 bis 3 auswählen, zusätzlich auch noch die Nachttisch- und Schreibtischlampen ansteuern. Darüber hinaus gibt es eine Steckdose und ein Nachttisch oder ein Nachtschrank, wo man auch noch mal einiges unterbringen kann. Das gleiche gibt es auch auf der anderen Seite. Hier gibt es auch noch mal die Möglichkeit, die Lichter zu steuern, die Möglichkeit, Dinge unterzubringen. Und übrigens gibt es hier auch Leselampen noch zusätzlich und ein schnurloses Telefon, über das man dann auch an Bord des ganzen Schiffes dann auch telefonieren kann. Wir sehen hier, wenn wir einmal hinter dem leicht abgetrennten Wohnbereich schauen, sehen wir ein sehr komfortables Sofa, wo man sich durchaus auch mal fast schon hinlegen kann auf dem längeren Bereich. Wir haben dann noch einen kleinen Tisch dazugehörig und auf der anderen Seite auch noch mal wieder die Möglichkeit, in dem kleinen Schrank Dinge unterzubringen. Auch hier die Lichtsteuerung ist wieder möglich. Es gibt zahlreiche Lichtschalter in dieser Suite, sodass man von überall aus die Szenarien ansteuern kann. Auf der Veranda sehen wir zwei Stühle, wo sich die Rückenlehne auch verstellen lässt, also in der Neigung. Wir haben einen kleinen Tisch und eine sehr komfortable Liege. Das Ganze ist hier auch alles komfortabel gepolstert mit Europa 2 Auflagen. Das macht optisch natürlich auch sehr viel her. Und der schöne Glasbalkon, die Glasveranda, ermöglicht dann den freien Blick raus aufs Meer. Von der Größe her durchaus sehr, sehr angenehm und auch durchaus sehr tief, muss man wirklich sagen. Also dort kann man es sehr gut aushalten. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite im Wohnbereich schauen, dann sehen wir hier zunächst einmal rechts diesen Schrank. Da schauen wir gleich mal rein. Und einen Schreibtisch, Fernseher und was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns auch gleich an. Zunächst einmal die Minibar, die sich hier befindet, ist im Reisepreis enthalten. Die wird täglich aufgefüllt und alle Getränke, die sich hier drin befinden, sind dann eben schon mit dabei. Das gilt übrigens für alle Suitenkategorien hier an Bord der MS Europa 2. Hier befindet sich dann noch eine Kaffeemaschine. Auch die Kaffeekapseln sind natürlich im Reisepreis enthalten. All das hat man hier mit verschiedenen Sorten und Varianten, je nachdem, was man möchte. Darüber hinaus gibt es dann hier verschiedene Gläser oder auch Besteck. Es gibt ja auch einen Suiten-Service an Bord, Tassen, Teller, alles möglich, sodass man hier per Suiten-Service auch wunderbar mal frühstücken kann oder auch 24 Stunden ein paar Snacks bestellen kann. Auch hier gibt es nochmal weitere Ablagefläche. Es gibt ein schönes Telefon mit sehr moderner Elektronik, ein Fernsehgerät, ein Tablet, mit dem man auch noch sehr viel machen kann. Das gesamte Bordportal, was auch auf dem Smartphone verfügbar ist, kann man hier auch über das Tablet steuern. Hier hinter befindet sich dann ein beleuchteter Spiegel. Das lässt sich aufklappen und wenn man es einmal richtig zuklappt, dann geht entsprechend auch die Beleuchtung aus. Wir haben hier nochmal eine Steckdose und zwei USB-Charger. Auch hier lässt sich nochmal die Lichtelektronik steuern und eine echte Blume, eine echte Orchidee, das gilt es nochmal hervorzuheben, das sind hier alles echte Blumen an Bord. Ja, das soweit erstmal zum Wohnbereich. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter, denn die Veranda Suite punktet mit einem begehbaren Kleiderschrank. Das ist der Unterschied zur auch beliebten Ocean Suite. Hier befindet sich dann nämlich dort ein Tageslichtbad. Hier ist es in der Veranda Suite so, dass es hier dafür einen begehbaren Kleiderschrank gibt. Wir gehen einmal direkt nach hinten durch. Zwei Bademäntel, Slipper, alles mit MS Europa 2 gebrandet, natürlich auch sehr, sehr hochwertig. Wir haben zahlreiche Bügel, um Kleider, Sakkos, Hemden etc. aufzuhängen. All das findet dann hier seinen Platz. Rettungswesten sind natürlich auch sehr wichtig. Wir haben hier verschiedene Artikel, wie zum Beispiel Handtücher, Decken,
Schuhbeutel, eine schöne Tasche für unterwegs. Das gleiche gilt übrigens auch für diese MS Europa 2 Strandtasche. Die ist hier im Rahmen der Reise für jede Suite im Reisepreis enthalten und darf gern auch mit nach Hause genommen werden. Darüber hinaus zahlreiche Ablagemöglichkeiten in Schubladen und der Safe natürlich hier auch vorhanden. Ihr seht, Stauraum genug, würde ich mal sagen. Das lässt sich hier durchaus sehen. Ein Schuhanzieher ist auch noch da. Und hier befindet sich dann auch noch ein Spiegel. Ein weiterer Spiegel ist dann auch nochmal hier an der Wand angebracht. Ja, und wenn wir dann ins Bad schauen, sehen wir hier ein durchaus sehr großes Bad mit Wanne und mit Dusche. Also beides zusammen gibt es hier. Das WC auf der rechten Seite und hier ein Waschbecken. Eins in dieser Kategorie, wenn wir die Ocean Suite sehen werden, sehen wir, dass es zwei dort gibt. Aber bei der Veranda Suite ist es eben eins. Ja, die Wanne hat eine angenehme Größe. Hier kann man es sich dann wirklich gut gehen lassen. Das gleiche gilt für die Dusche mit Sitzmöglichkeit. Regendusche natürlich auch mit dabei und Pflegeprodukte. Hier alles im Europa 2 Design. Ja, das lässt sich durchaus alles sehen und ich denke mal, die 35 Quadratmeter hier insgesamt in der Veranda Suite sind schon sehr, sehr komfortabel. Das war die Veranda Suite an Bord der MS Europa 2 von Hapag-Lloyd Cruises hier im Detail. Ihr habt gesehen, selbst die Einstiegskategorie hier an Bord lässt sich durchaus sehen und ist sehr, sehr komfortabel und geräumig. Wenn ihr weitere Videos sehen möchtet von Suiten oder auch von Bord der MS Europa 2 im Tagesablauf, im Kreuzfahrtablauf oder auch noch einen Rundgang, abonniert gerne den Kanal kreuzfahrturlauber.de. Dort findet ihr weitere Videos von diesem und anderen Schiffen und bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com, um mich damit zu unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video hier von der Europa 2. Bis bald, euer Fabian.